Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mad Max. Ich bin Marv und wir fangen damit an, womit ich eigentlich in der letzten Folge aufhören wollte. Und zwar, dass wir mit Griffa reden. There you are. Lungs still heaving, heart still beating. Yet you refuse to live. Perhaps you've forgotten who you are. I know who I am. If you knew, why would you wander like this? I know where I'm going. Tell me again that you're going to the Plains of Silence. That is. That's my destination. I'm gonna cross the Plains of Silence. So. Gleich mal die Legendenstufe erhöhen. Lebenspunkte. Wutmodus. Mehr Schrott. Mehr Wasser. Mehr Munition. Mehr Schaden. Tja, was noch? Munition mehr. Ja, noch ein bisschen mehr Wasser, das geht schon. Da habe ich dann auf jeden Fall so viele Punkte wieder, die ich da jetzt genutzt habe. Kann ich jetzt eigentlich wieder neue Sachen haben? Werkstatt. Da war doch was ich wollte. 300. Nee, da geht noch nichts. War das nicht hier irgendwo? Was ich da noch wollte, von den Fertigkeiten wäre vielleicht was nicht schlecht. Die sind alle so teuer, die Sachen. Dann bleibe ich dabei, so wie es im Moment ist. Mehr Wasser zu haben, ist dann auch nicht verkehrt. Mehr Munition. So, in der heutigen Folge besuche ich das Lager. Ne, ich fange damit an. Ne, doch, ich fange damit an. Besuche die Vogelscheuche, wenn das geht. Schauen wir mal, ob ich die kaputt bekomme. Dann mache ich hier das andere Ödlands-Missionsziel und das Buzzard-Versteck. Und wenn ich es noch schaffe, das nächste Nest. Weil wenn ich das Nest erledigt habe, dann kann ich quasi die nächste Mission starten. Und das wäre natürlich schon gut, ne? Wenn ich dann da auch weiterkomme. So, da ist es schon. Bin jetzt aber schneller hingekommen als gedacht. So, ich glaube, ich folge ganz normal dem... Viele Warcrier hier drin. Ein Sniper habe ich erledigt. Na, das wird ein Spaß. Ah, 120 Schrott durch die Extralager. Das ist echt super, wenn man die sich geschnappt hat. Ich nicht kaputt, ne? Mal schauen, ob ich das anders kaputt kriege hier.
Wie gesagt, meistens brauche ich jetzt für diese ganzen Sachen diesen Explosivstab, aber den habe ich nicht. Oh, ich habe auch überhaupt keinen Tank mehr hinten drin. Warum sagt mir das keiner? Na, so ein Käse. So, und die Vogelscheuche ist auch stark. Also die kriege ich nicht einfach kaputt. Mal gucken. Hauptmission schwarze Magie. Na, da muss ich noch ein bisschen was machen, bevor ich damit loslegen kann. Na gut, dann gehen wir jetzt diesen Rauch untersuchen. Die warten quasi nur auf mich, die Jungs. Sit tight. Yes, I will protect your sake. Don't be long, please. Was war das für ein Geschrei? Ich muss unbedingt jetzt auch nochmal in Jeets Festung zurück, damit ich da ein bisschen mehr Munition wieder bekomme, weil meine Munition ist schon wieder so knapp bemessen hier. There are those who dwell on the crust of the lands, like you and me. And darkness and drink the blood of men. Sie trinken Menschenblut? Das ist nicht gut. Muss ich mal gucken, wie ich da runterkomme, am besten ohne möglichst mein Auto zu vernichten. Was haben wir denn hier? Noch ein kleines Lager mit Schrott. Ist gar nichts. Das ist unter mir. Dieser Suchbereich wird mit einer Ödland-Mission freigeschaltet. Okay. Also jetzt komme ich im Moment an eine Grenze vom Spiel, wo es einfach nicht weitergeht, ne? So, jagen wir mal das Versteck in die Luft. Die blöde Waffe nehmen.
Waren ja schon wieder alle hier. So, wieder ein Versteck ausgeräuchert. So, dann gehe ich jetzt dahin, weil der wird mir noch einen Tipp geben für das Lager. Ne, warte mal. Wo komme ich denn raus? Da komme ich raus. Ich muss nämlich nochmal zu Jeet. Jeet, da ist Jeet. Aber bei Jeet kriege ich neue Munition und meine Munition ist im Moment so knapp. Und dann so ein Lager stürme ich lieber voll bewaffnet. Ja, danke. Also das Spiel verleitet einen quasi auch dazu, diese Nebenmissionen zu machen. Sollte man sie nicht machen, werden Hauptmissionen gesperrt. Da sind Sniper da hinten. Sniper ist das nicht. Der Typ ist doch bestimmt hier oben und nicht da unten, oder? Na, so komme ich nicht rein. Belebe ich das, wenn ich da runterfliege? So oder so ähnlich war das geplant. Siehste, wusste ich doch, dass der Typ da oben ist. Wäre ich den Weg gefolgt, dann wäre ich genau dorthin gekommen, ne? Ich habe gelesen, es gibt eine Handbremse, wenn man die Steuerung umstellt auf alternative Steuerungsmethode oder so. Aber ich habe mich jetzt so an dieses Tastenlayout gewöhnt. Ah, fahr ihn nicht um. Don't stray. Aye, aye. I will defend her with my life. Come, come, crazy eyes. I read your soul has ill will for these Scrotus minions. You think you only reached their fort from the bridgement, but no. You can also use zip-zap line and sail down there to slay. They need a lesson in losing blood. Der Haupteingang kann über eine verteidigte Brücke erreicht werden. Mach dir dein Leben etwas leichter und nutze die versteckte Seilrutsche, um das Lager zu betreten. In der Sackgasse im Lager befindet sich ein historisches Relikt. Es hängen einige Treibstofftanks an Kränen, im Logbuch gespeichert. Might be trouble. No more long-hurled lead for him!
wie viele Warcrier es in diesem blöden Lager gibt, ne? Der Witz ist ja, benutze die versteckte Seilrutsche, um reinzukommen. Das Ding ist versteckt, wie soll ich das finden? Was machst du denn hier? Das sieht doch gut aus. Ja, bingo. So ein Molotow-Turm, okay. Na gut. Über die Brücke wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Ist bestimmt auch nicht so schwierig. Okay, aber wie ich das Lager einnehme, sehen wir es in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.